So, da sind wir wieder mit Red Dead Redemption 2. Hallo Alex und Mayrim, schön, dass ihr da seid. Ich soll zur Schweinefarm. Was gibt's denn da zu lachen? Moment. Ich muss mich jetzt sowieso erstmal wieder hier reinfinden. Wie immer. Karte. Also hier zu dem Typen muss ich wahrscheinlich... Wer ist denn das jetzt hier? Dutch. Der Name sagt mir was, aber die Gesichter dazu oder... Wenigstens weiß ich noch, dass das hier Arthur ist. Das ist ja immerhin schon was. Rasieren? Wie sieht denn der Bart aus? Ach, so schlimm ist es doch nicht. So schlimm ist es jetzt auch nicht. So, Dutch. Natürlich Schnaps, das war ja klar. Denken ja nur ans Saufen. Ach, hallo Kazuya. Ich nehme an, du bist der aus YouTube? Begib dich zu Charles. Mal gucken, wo der ist. Charles. So. Ist der hier mit im Lager? Weil ich habe da jetzt nichts Gelbes gesehen, dass der da hockt. Und ich habe die eigentlich schon gereinigt. Also liegt es wohl nicht an der Reinigung, dass die Staub saugt. Ich weiß nicht, warum die noch saugt. Also der Filter war ja wirklich komplett verdreckt. Oder ich muss sie wirklich komplett auseinandernehmen. Aber da habe ich immer Schiss, dass die dann nicht mehr funktioniert. Weil bei meinem Glück... Also Mayrim habe ich es ja eben schon erzählt. Also Alex, ich hatte heute... Also heute war wieder ein furchtbarer Tag. Okay. Ich gehe einkaufen, auch hier gefrorenes Zeug, ne? So, will ich wegfahren, nach Hause fahren, was passiert? Auto springt nicht an. Da ging es nur klack, klack, klack. Da war ich schon bedient, ne? Die Leute, es war auf dem Parkplatz, habe ich natürlich die Leute gefragt, klar. Die waren auch sehr nett. Der eine Mann hat gesagt, oh je, das klingt nicht so gut, also da muss ich wohl doch besser ADAC anrufen. Gott sei Dank bin ich da Mitglied. Ich soll wohl mit ihm reiten jetzt, ich habe es nicht aufgepasst. Und da musste ich erstmal circa über zwei Stunden musste ich warten, bis der kam und ich habe mir fast den Arsch abgefroren. Und ja, das Ende vom Lied war, die Batterie war komplett tot. Also jetzt Starterkabel und so hätte gar nichts gebracht. Gott sei Dank hatte der Mann vom ADAC, hatte der zum Glück Ersatzbatterien dabei und hat dann gleich eine ganz neue eingebaut und es ging dann zum Glück wieder, aber ich war satt. Schön, Kazuya, es freut mich, dass du hier auch dabei bist. So, da müssen wir jetzt... Also ich hatte heute... Also das war heute ein furchtbarer Tag. Und dann auch noch andere schlechte Nachrichten. Das will ich jetzt nicht erzählen, weil das privat ist. Aber das war heute wieder... Also fragt nicht. Das ist ja... Und wenn, dann kommt alles auf einmal. Ich meine, ich versuche es immer positiv zu sehen im Sinne davon... Weil morgen gehe ich ja wieder auf Nachtschicht. Also das wäre natürlich schlimmer gewesen, wenn das Auto da nicht angesprungen wäre. Das wäre wesentlich schlimmer gewesen. Also so ist ja, kann ich ja noch vom Glück reden, dass es nur auf dem Parkplatz passiert ist. Und, oder auch nicht mitten irgendwo in der Pampa. Weil, ja, in der Zeit, wo bis der gekommen ist, habe ich mir erstmal nochmal was zu essen und zu trinken geholt. Das war ja das Gute, dass ich auf dem Rewe-Parkplatz stand und habe mir da schnell noch was geholt. So, aber dann war wieder das. Habe ich gedacht, so jetzt schnell, bevor der kommt, ne? Schnell, schnell. Was war gewesen? Ich stand an der Kasse. Sie kassierte gerade ab und mittendrin, huch, jetzt scannt er es nicht mal ein. Ich dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und er hat das auch eine gefühlte Ewigkeit gebraucht, bis die Kasse wieder zum Laufen gebracht hat. Ich war kurz vorm Explodieren, ich sag's euch. Also ich hab's mir zwar versucht, nicht anmerken zu lassen, weil die Frau kannte ja natürlich nichts dazu, aber das war wieder so ein Scheißtag. Also ich hatte so eine Wut in mir. Kann sich keiner vorstellen. Einen Code drin. Was denn für ein Code drin? Das weiß ich jetzt nicht, was damit gemeint ist. Ja, das ist wirklich, dass dann alles auf einmal kommt. Vor allem, dass die Batterie nicht nur leer ist, sondern dass die gleich komplett hinüber war. Aber die war auch von, also das Auto ist von 2008 und das war noch die allererste Batterie. Und naja gut, da kann man es natürlich verstehen, dass die irgendwann hin ist. Aber ich muss ja ehrlich sagen, ich gehe jetzt da nicht regelmäßig in die Werkstatt und wechsle einfach mal so die Batterie aus, wenn es jetzt keine Anzeichen gibt. Also es hat auch vorher irgendwie keine Anzeichen gegeben, dass jetzt was aufgeleuchtet hätte oder so. Das war wirklich von jetzt aufs Gleich. Ich wollte nach Hause fahren, ja, und dann das. So ein Bescheidenheit. Am Dienstag. In deiner Spielhöhle. Ach so, in meiner Spielhöhle. Ja, dafür eigentlich 12 Jahre lang gehalten, ist eigentlich nicht schlecht, oder? Und ich bin so froh, Leute, ich sag's euch. Weil, also wenn ich jetzt den ADAC, wenn der auch nicht alles dabei gehabt hätte, da hätte ich ja quasi erstmal, wenn ich Glück gehabt hätte und wir die Batterie nochmal hätten zum Laufen kriegen können, dass ich nochmal anfahren kann und ich hätte bis zur Werkstatt fahren müssen und bis die dann vielleicht, und vielleicht hätten die auch nicht die passende Batterie gehabt, bei meinem Glück hätte mich das dann auch nicht gewundert. Also da wäre ich dann, nee. Gott sei Dank ging das alles, dann konnte man das vor Ort machen. Nehmen. Ja, wir sacken einfach mal alles ein, ob es uns gehört oder nicht. Genau. Wenn wir bei jemandem zu Besuch sind, gell, das Erste, was wir machen, wir nehmen uns alles, was da liegt. Vielleicht könnten wir es ja gebrauchen. Ist aber irgendwie in jedem Spiel so, wo man was untersuchen kann oder so. Ich wollte untersuchen. Ach nee, das macht er nicht, das ist nicht die Schublade, ne? Muss ich wohl schließen. Nehmen kann ich es nicht, warum auch immer. Aber das ist mir schon oft aufgefallen. Bei Spielen, wo man was einsammeln kann, egal ob es Freunde sind oder Feinde, aber man kann überall was einsammeln, was man gebrauchen könnte, ohne zu fragen. Also Auto, ich hasse es. Also ich habe das schon so oft gehabt. Ich hatte es auch mal bei meinem alten Auto, da war es so, ich glaube, das war der Keilriemen. Das heißt doch so Keilriemen, ne? Also wie gesagt, also es tut mir leid, also Autos ist bei mir, ich bin froh, wenn es fährt. Und ich glaube, das war irgendwie abgesprungen oder so. Und da mussten wir bis zur Werkstatt, haben wir gefühlte 20 Mal angeschoben, gestartet. Also das ist jedes Mal ausgegangen, bis ich es zur Werkstatt geschafft habe, nach 20 Mal wieder anmachen. Also, ne. Ich habe da aber auch immer so ein Glück. Aber wenigstens habe ich mich nicht blamiert. Also ich hätte es mir gut vorstellen können, dass es immer der Vorführeffekt, dass wenn der Mann gekommen wäre und ich drehe rum und das wäre wieder angegangen, das Auto. Also da hätte ich mich geschämt, aber im Grunde und Boden. Das hätte mich auch nicht gewundert. Also was so technische Sachen gibt, da kann das bestimmt schnell gehen, dass ich mich da mal blamiere. Was ist denn jetzt unser Plan? Es tut mir leid, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wir haben das jetzt durchsucht. Er sucht, glaube ich, jemanden. Ich glaube, er sucht jetzt hier doch jemanden, oder? Wie war denn das jetzt? Und was hat er gesagt? Ja, ich soll aufpassen. Aber ich weiß nicht, wo ich hin soll. Also wie oft habe ich das jetzt eigentlich in Spielen schon gesagt? Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das jetzt schon gesagt habe. Muss ich hier irgendwie... Ach, ich muss wohl jetzt hier... abscannen, oder was soll ich jetzt machen? Wegen Spur. Er hat gesagt Spur. Ja eben, anstatt der mal vorgeht. Aha, okay, alles klar. Okay, hier lang. Warte mal, da war doch... Da konnte ich doch hier Pferde folgen. Wie war denn das? Warum geht das jetzt nicht mehr? Ich konnte doch da irgendwie Pferdefolgen auswählen. Warum macht er es nicht? Mensch. Jetzt. Geht doch. Vielleicht ist meine PS4 aber auch schon zu alt für die ganzen Spiele oder so. Ich weiß es nicht, warum die hier... Warum das so klingt, als wenn die das letzte macht, obwohl ich sie sauber gemacht habe. Aber vielleicht muss ich die halt wirklich komplett auseinandernehmen. Aber wie gesagt, dann funktioniert die mit Sicherheit nicht mehr. Ach, da muss ich lang. Okay, jetzt bin ich falsch geritten. Er hier, oder was? Warum kriecht er so? Weil er noch der Spur folgte. Formal? Strange. Sure. Formal? No. Uses a cane. Looks a lot like this one. Yeah. All right, you two. Oh, wie die Pferde hier lang traben. Ah, na sag mal. Ich glaube, es geht los. Da greift er mich ja einfach an. Da hat sie wohl nicht mehr alle. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wie das ging. Ausweichen oder so. Wie war denn das nun wieder? War das Dreieck oder war das... Ich glaube, das war Viereck, ne? Ach, jetzt ist er wohl schon hinüber. Das ging ja fix. Ach, er hat ihn schon. Gut. Befragen. Ach, ihn kann ich ja nicht mehr befragen. Okay, ich muss ihn wohl schlagen, sonst sagt er mir nichts. Erwürgen. Freilassen. Also erwürgen will ich ihn jetzt, weiß Gott nicht. Erhöht das meinen Ruf vielleicht, wenn ich den nicht erwürge? Ich weiß es nicht. Du bist begeistert von der PS5, das ist schön. Ich hole mir auf jeden Fall auch die PS5, weil ich ja voll der PlayStation-Spieler bin. Aber da ich ja noch genug Spiele habe, die ich jetzt so spiele, hat das noch Zeit. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht da ein bisschen vom Preis runtergeht. Also so war das bei der PS4 damals jedenfalls so. Wo ich die mir dann geholt habe, war die dann so 100 Euro billiger. Jetzt kostet die, glaube ich, so 500, oder? Müsste es sein. Weil, also ich will auf jeden Fall die mit Laufwerk, weil Digitalversion, ja, man kann sich zwar Spiele runterladen, aber... Allein schon wegen jetzt, wenn man mal Blu-rays angucken will oder so, da finde ich mit Laufwerk halt schöner. Oh, 600. Oh, hallo Marcel. Ist mir noch zu teuer, ja. Die Collection morgen auf die PS4 erstmal. Oh, 700. Also 500 geht ja eigentlich noch für eine Konsole. 700 ist schon heftig. Das ist ja mindestens ein halber Monatslohn, also je nachdem, wie viel man verdient, aber es kommt schon fast hin. Die Kollektion morgen auf PS4 erstmal. Was heißt das genau? Also ich sehe ja immer auf dem Startbildschirm steht ja PS4 da. PS5, aber weiß ich nicht, ob ich da was downloaden kann dazu oder ob das nur infomäßig ist oder... Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich meine jetzige PS4 upgraden kann auf PS5. Das kann ich mir nicht vorstellen. Würde ich aber auch ehrlich gesagt gar nicht wollen, weil das Ding ja auch schon 7 Jahre alt ist. Gibt es denn eigentlich auch schon genügend Spiele auf PS5? Also einige wird es natürlich geben, aber ob es jetzt wirklich reichlich davon gibt? Und eins müsst ihr mir bitte beantworten, ist es wirklich so, dass die PS5 abwärtskompatibel ist, also dass die PS4-Spiele abspielen kann? Das wäre mir wichtig, weil das hat mich nämlich ehrlich gesagt immer angekotzt, wenn man jetzt hier... PS2, PS3, PS4, wenn man alles hier stehen haben muss, weil die jeweils höhere spielt die anderen nicht ab. Das fand ich halt nicht so schön. Von den offiziellen Preisen, genau. Digital 400 mit Laufwerk, so kenne ich das auch, mit Laufwerk 500. Aha. 2 oder 3 Spiele. Bis auf 10 Spiele abwärtskompatibel. Also das heißt nur 10 Spiele und danach ist Schluss. Da kann man nichts mehr von der... Das ist natürlich aber auch blöd, hä? Oder meinst du jetzt im Speicher direkt? Also dass man quasi die alten Spiele nochmal runterschmeißen kann und dass man vielleicht dann nochmal PS4-Spiele... ja... dann nochmal drauf installieren kann. Ja, das ist die Frage. Aber das ist auch mal so eine Frage. Man weiß halt nie, ob die Spiele letztendlich wirklich interessant sind, weil man die ja blind spielt. Also gerade als Let's Player muss man die ja blind spielen, weil das macht ja dann viel weniger Spaß, auch beim Zuschauen gegen den Baum. Wenn man weiß, derjenige kennt das Spiel schon und da ist es natürlich dann, also finde ich persönlich, ich schaue mir ja auch Let's Plays an und ich finde es wesentlich schöner, wenn derjenige das blind spielt. Na, wie sie gleich abdampfen. Ach du je, jetzt darf ich die auch noch verfolgen. Wie er rennt. Sieht da ulkig aus, die Beine. Also ich renne jetzt einfach hinterher. Ich sehe zwar keinen, aber ich renne ihm jetzt hinterher. Vielleicht. Ist das meiner? Gehört er zu mir, ja, ne? Nicht, dass ich den aus Versehen... Ach nee, die kann ich glaube ich nicht aus Versehen abknallen. Meinen eigenen. Wo sind sie denn jetzt? Er zielt zwar da rein, aber ich sehe es nicht. Ich sage mal, wo haben die sie? Er zielt immer hier. Ich muss wahrscheinlich reinlaufen. Ich glaube, sonst finde ich die nicht. Das Vogelscheuche hat er sich ja kaum getarnt. Ach, hier hockt doch einer, oder? Wo ist er denn? Ach, hier! Ist er tot oder soll ich nochmal drauf treten? Nee, ich glaube, das war's. Also er zielt immer wahrscheinlich dahin, wo ich hinrennen muss, oder was? Da ist er. Der Feichling. Muss ich den befragen? Oh, habe ich ihn jetzt umgebracht? Ich wollte ihn jetzt eigentlich nicht umbringen. Naja, zu spät. Ich wusste nicht, dass er gleich durch einen Schlag ins Gesicht gleich tot ist. Also, naja. Austauschen? Nee. So müssen wir jetzt noch mehr suchen. Der ist ja sehr hilfreich. Der zielt einfach nur ins Feld und das war's. Mach ihn alle. Tritt ihn, geh ins Feld, mach das und das. Nee, auf keinen Fall spoilern. Ist aber ganz gut so. Also ich finde es gut, dass man eigentlich so schnell wird man ja nicht gespoilert. Es sei denn, es... Oh. Es sei denn... Oh, es passiert direkt jetzt irgendwie, aber... Was soll ich denn jetzt machen? Ich kann doch nicht machen, oder? Hat er ihn jetzt abgeknallt? Ich habe es jetzt gar nicht gesehen. Ich bin ein Trottel. So, erstmal ausnehmen. Die kennst du gar nicht, die Szene. Also ich habe die PS4 letztens gereinigt, aber das scheint wohl nicht gereicht zu haben. Der Filter war wirklich voller Staub, aber das, ja, scheinbar hat das irgendwie nicht gereicht. Ich habe gedacht, dadurch wird es leiser, aber ist doch nicht so. Ja, ob er mal zielt, warum zielt er nicht? So, wir sind zwar mitten im Kampf, aber wir plündern erstmal. Ist ja wichtiger. Wollt's ja nicht vergessen. Ein Schlag und er ist hin. Das ist ja auch, also... Also das ging ja ziemlich fix. Ich bin wohl zu laut. Warte. Das kriegen wir hin. So, ist es jetzt besser? Ich glaube, hier können wir nicht mehr einsammeln, oder? Du hast dich nicht fangen lassen. Ja, ich natürlich schon. Das war ja klar. They were bounty hunters, attached to Cole Stoudemire. Okay. They weren't looking for me, per se. What you tell them? Not much. I told them I was an intellectual, come down here from Oregon, looking for a job at the university. Of course. Von den dir genannten Spielen, oder muss ich jetzt erstmal kurz... Den Chat nochmal durchgucken, habe ich das überlesen? Ach ja, hier. Demon's Souls Remake, Spider-Man, das auf jeden Fall. Sackboy, das kenne ich noch nicht. Also die anderen beiden kenne ich noch nicht. Also Spider-Man ist klar, worum es da zumindest ansatzweise gehen könnte. Aber ich weiß nicht, ich schätze mal, ob das in dem Teil dann... ist das die Fortsetzung von dem ersten? Ich vermute es mal, weil da ist doch dieser schwarze Junge... Wie hieß denn der? Miles? Nee, Miles hieß ja nicht, gell? Der doch auch hier von der Spinne dann gebissen wurde, der doch die gleichen Fähigkeiten dann hat wie Peter. Nehmen wir mal an, um den wird es dann gehen. So, Mission abgeschlossen. Und wo ist mein Pferdchen jetzt hin? Ja, rufen, wie war denn das jetzt schon? Ah ja. Ach, es ist da angebunden, oder was? Ach, es geht doch. Ich dachte, es kann nicht kommen. Doch, es kann kommen. Ich dachte schon, mein armes Tierchen hängt ja fest. So. Wo müssen wir jetzt hin? Hier. Das sind aber zwei gelbe Punkte. Ist es jetzt egal, wo ich hingehe, oder? Denken wir schon. Ich gehe jetzt erstmal hier hin. Und dann sehen wir weiter. Also ich spiele das Spiel ja jetzt schon eine ganze Weile, aber ich frage mich, wo ungefähr ich jetzt bin beim Fortschritt. Ich denke mal, ich habe so das Gefühl, beim Ende bin ich noch lange nicht. Also die Spiele, die jetzt eigentlich immer so rausgekommen sind, also die letzten Jahre, die sind ja immer mindestens so um die 10 Stunden. Ich meine, finde ich auch ganz gut so. Weil, also das, wenn das jetzt wie ein normaler Spielfilm nur 2 Stunden, wäre das ja irgendwie schade. Also, wenn man es ja selber spielt, ist das ja was ganz anderes, als wenn man sich jetzt halt einen Film anguckt. Ja, und Kino hat sich ja jetzt sowieso erstmal erledigt. Vielleicht hat sich es auch für immer erledigt. Wenn alle Kinos jetzt pleite gehen, würde mich nicht wundern. A fellow with a scar and a Mexican. Yes, sir. Out by the stables. Thank you. Have a wonderful day. Noch einen wunderschönen Tag. Ah, verstehe. Wie Lost Legacy. Versuchst du auch dein Motorrad zu pfeifen, genau. Das Ende ist noch lange hin, okay. Ah, das macht ja nichts. Wir können ja in Ruhe das alles machen. Das hetzt uns ja keiner. Die Schweinefarm denn weit weg, oder? Ich dachte, jetzt habe ich die auch schon wieder beim Saufen gestört. Sind alle immer nur am Saufen. Wieso ist denn der Bart jetzt ganz plötzlich wieder so lang? Inzuchtbrut. Die sehen ja alle schon sehr widerlich aus, ne? Sehr ungepflegt. Ich möchte auch nicht wissen, wie die wahrscheinlich riechen. Ja, ich bin ewig unterwegs. Aber, bei mir dauert es ja sowieso ein bisschen länger immer alles. Aber ich werde ja auch nicht durchwaschen hier, weil das ist ja auch nicht schön. Over there will run them out of state and give you 50 cents on the dollar. Mister, you got yourself a deal. Just keep us away from this. Publicly, I mean. Geruchsedition, ja. Also hier möchte ich keine Geruchsedition haben. Da würde es wahrscheinlich nur nach Alkohol und Schweiß riechen. Würde mich nicht wundern. So wie die Kerle hier alle schon aussehen. Und ich denke mal, damals hatten die es mit der Hygiene nicht so. Also, aber Seife werden sie ja wohl eigentlich schon gehabt haben, oder? Hatten die nur Kernseife oder sowas? Ich weiß es nicht. Da habe ich mich jetzt weiß Gott nicht mit beschäftigt. Das ist doch, glaube ich, 18. Jahrhundert. Nee, Quatsch, 19. Jahrhundert. 1800 noch was oder so? Don't need this to be any more complicated than it already is. $5,000 for horses. We've been robbing the wrong folk all these years. Yeah. He doesn't know what he's talking about. But if we get even a third of that, it'll be worth it. So how are we gonna play this? The place is well guarded, so there ain't no point in blasting in there. Die sind nicht so dreckig, Mensch. Übrigens, ihr kennt nicht noch zufällig noch 20 Twitch-Mitglieder oder so. Bei mir fehlen noch 20 Follower und dann kann ich nämlich Affiliate werden, also Partner, Twitch-Partner. Aber dazu fehlen mir halt noch 20. Horses? Yeah, we had an appointment with Mr. Braithwaite, I believe. Yeah, I never heard about any of this. The partner wanted to make a significant investment in some stables down here. But perhaps we should look elsewhere. Well, okay then. Head on up to the stables. Someone will come see you. That's it. Nice and easy. No need to rush. Don't want to draw. Das reitet er mir fast Das Haus hat dein Pferd der Hafer gestochen, oder was? Wie das jetzt umher... Hä? Was, hä? Ja, frag mich nicht, wo es hingeht. Ich habe keine Ahnung, was das hier soll. Vielleicht ist es irgendeine Mission, die du nicht gemacht hattest? Dass du das deshalb nicht kennst? So, ich nehme an, wir müssen hier rein. Ja, da ist ja der gelbe Punkt. So, er hier. Stallbrosche grüßen. Hello there. Can I help you boys? I hope so. Heard you got some horses. We always got horses. Fine horses, I mean. I don't get you, friend. Yeah, you do. Come on. Listen, why don't you get out of here? You, Scarface and your greaser buddy. Whoa. I don't like a fish. Diese Beleidigungen hier, also. We're connoisseurs. Looking to do some breedings. Come on now, partner. Okay, fine. Follow me. These here's mainly the studs available for purchase or for working. That's what you're interested in. What is your boys interested in? We represent a famous stable and stud farm from Saratoga. Is that so? Unofficially. Of course. Ach du je, soll ich den auch noch leise ausschalten? Ach, die armen Pferde, die sind jetzt ganz wild dadurch. Bohnenfresser, Freund. Bandanas on. Kann ich den nicht plündern? Naja. Wo haben wir sie denn? Hier. So, passend zur jetzigen Zeit mit Maske. Welches Pferd denn? Das hier? Ob das was wird? Beruhigen. You're gonna tether him up to Javier's horse. Okay. Javier, you're gonna lead the stallions. Das ist aber ein schönes Pferd. Oh, wie es genießt. So. Oh. Weiter. So. Ach, die sind nicht so gut, aber sehr schön sieht es natürlich aus, ne? Ein sehr schönes Pferd. Jetzt haben wir die Pferde auch noch geklaut. Oh, ahnst es doch nicht. Auch das noch. Oh oh. Tja, das hätte wohl nicht passieren sollen. Okay. Naja, regelmäßig, also im Moment klappt es alle 2 Wochen ungefähr, weil ich zurzeit eine Woche Nachtschicht immer dazwischen habe und da fehlt mir auch so die Lust, ehrlich gesagt, abends vor dem Nachtdienst noch zu streamen. Aber wenn ich dann jetzt hier so eine Woche frei habe oder so, dann mache ich eigentlich mehrmals hintereinander. Also mehrere Tage hintereinander. Muss ich denn hier mich umdrehen und schießen oder was? Ich halte sie auf. Ich glaub's ja wohl. Huch! Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht so. Jetzt bin ich zu weit geritten, ne? Sind sie denn? Und daneben natürlich. Das kann doch nicht wahr sein. Haben wir sie. Es ist immer schwierig, hier aufzupassen und nebenbei den Chat zu beobachten. Ach, ein Pferd ist abgehauen. Ich habe es gar nicht aufgepasst. So, und nun? Das ist halt das, wenn man streamt und nebenbei den Chatverlauf angucken will und dann verpasst man was. Als wenn ich das nicht sehen würde. Hier drüben brüllt er, als wenn ich das jetzt nicht gesehen hätte. Ja, und mein Pferd, kommt das hinterher oder... In Ruhe über den Haufen knallen, genau. Nähere dich dem Viehdieb. Muss ich den jetzt auch erwürgen? Das ist ja eine einzige Würgerei hier, eine Würgeorgie. Sure, Pop. I'm Clay Davies. That's my brother Clive. We're twins. John. Arthur, Javier. So what are you? Cuban? No, I don't like Cubans. That's so? Maybe. Why, what do you care? You ain't Cuban. Maybe I like Cubans. Ooh, you're funny. He's funny. Ain't he funny, Clive? Clive don't talk. Du wirst lachen. Ich habe da jetzt auch an The Last of Us gedacht mit den Würgeorgien. Also in Teil 2 mit Ellie war es, glaube ich, da konnten wir nicht erwürgen mit ihr. Gell? Da hatte sie immer ihr Messer genommen. Es war eigentlich, glaube ich, nur in Teil 1, ne, wo Joel gewürgt hat. Aber das war wirklich auch erbarmungslos eine einzige Würgerei. Also... Dass der nicht da irgendwie einen Krampf im Arm gekriegt hat. Ja, und mein Ausraster dabei. Ich habe ja auch ein Let's Play gemacht von Teil 1 mit erbarmungslos. Und das haben ja einige von euch, glaube ich, auch schon gesehen. Wo ich dann den Ausraster im Keller hatte. Wo mich sogar die Ratten dann schon aufgeregt haben. Weil ich ständig gestorben bin. Der Burger-Champ. Also, dass der keinen Krampf im Arm hatte. Ich bin ja übrigens so gespannt auf die Serie von The Last of Us. Ich frage mich halt, ob die das... also die Story, ob die da nach den Spielen gehen, was ich aber vermute, oder ob die, ob das eine komplett andere Story ist, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke mal schon, dass, also die haben ja gesagt, dass Joel und Ellie dabei sind, deswegen denke ich mir mal, dass das nach dem Spiel halt geht, dass Ellie immun ist und so, ist jetzt meine Vermutung. Also ich weiß von den Schauspielern noch nicht, also... Meines Wissens nach steht es noch nicht fest. Aber ich kann jetzt auch nicht hundertprozentig sagen, ob ich da genau auf dem Stand bin. Ich bin zwar in so einer The Last of Us Gruppe, aber da war letztens nur ein Fan-Trailer zu sehen. Also das war nichts Offizielles. Der war aber ziemlich gut gemacht. Viele hätten ja gerne Hugh Jackman, aber also ich werde eher für ein unverbrauchtes Gesicht, muss ich sagen. Und viele haben für Ellie Ellen Page vorgeschlagen, aber ganz ehrlich, Ellen Page ist doch schon Mitte 30 oder so, das geht ja auf gar keinen Fall. Außerdem hat die einen ziemlichen Hass auf Naughty Dog, glaube ich, weil sie halt immer mit Ellie verglichen wird, weil die ihr sehr ähnlich gemacht wurde oder so und deswegen ist sie ziemlich wütend. Also die hat die sogar, glaube ich, verklagt oder so. What's the problem with stagecoaches? The armed man attempting to put a bullet in your head? Not quite. The odds. I mean, is it worth the robbing? Sometimes. I know. But, well, if you'd like to come with me, I can introduce you to a new best friend. Okay, Kazuya, du weißt mehr. Okay, dann schön, dass du da warst. Danke. Freut mich. Hab mich sehr gefreut, dass du dabei warst, dass du reingeguckt hast. Steig auf dein Pferd. So, was will er denn jetzt von mir? Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Mensch. Jetzt haben wir uns wieder verquatscht. Finde ich übrigens so lustig, dieses Wort verquatscht. Oh, was habe ich denn jetzt gedrückt? Das wollte ich jetzt gar nicht. Moment mal kurz. Einstellt, da steht doch eigentlich da der Fortschritt. Oder auch nicht. Irgendwo stand das. Ach, hier. Gucken wir mal kurz. Story 33%. Und was, oder Spiele vor. Ach du jede. Ja, gut. Also wissen wir Bescheid, dass es doch noch eine ganze Weile dauert. Emily? Ach ja, mein Pferd heißt ja Emily. Hab mich schon gewundert. Habe ich ja quasi nach meinem Hund benannt. Und die ist jetzt gerade wieder bei ihren Großeltern. Aber hatten wir nicht gestern, war das nicht gestern das Thema? Ich glaube, gestern bei Days Gone hatten wir doch das Thema mit Autos und dass wir uns wundern, wie die nach 2 Jahren oder länger stehen, wie die einfach so anspringen. Hätten wir es nur nicht gesagt, hätte ich wahrscheinlich heute nicht das Theater gehabt. Weil wir noch davon geredet hatten. Oh, eine fürchterliche Frau. So redet er über seine Frau. They've been saying that nonsense since they invented the wheel, the witness of bosses. I know. My comrades here and I are greatly discouraged from the adequate fulfillment of our duty. A discouraged man is no man at all, Alden. No man at all. Ja, wenn man vom Teufel spricht. Wir haben uns noch drüber aufgeregt, dass in Spielen und Filmen und so, dass in The Last of Us hat man ja auch, wo das mit hier mit der Batterie war, dass, also da musste ja nur die Batterie ausgetauscht werden und das Sprit war alles noch in Ordnung nach 20 Jahren und das Auto konnte einwandfrei fahren. Und in Days Gone war es genauso, einfach ein Auto reinsteigen und das war's dann schon fuhr das Ding los. Also, ach, ich soll jetzt bezahlen oder auch noch? Ich glaub's ja wohl. Ja, die sind Frauenfeind, das ist ja auch, zu der damaligen Zeit waren ja, glaube ich, Frauen, ich weiß nicht, ob sie nichts wert waren, aber die waren ja ziemlich, auf jeden Fall weniger wert als Männer, das auf jeden Fall. Hatten wir doch, glaube ich, im letzten Part war das doch mit dem, wo es um das Frauenstimmrecht ging oder so, wo Arthur auch noch die Frauen anführen musste. That's it. Discouraged men. I like that. Well, goodbye, Alden, or should I say adieu? Oh, adieu, Josiah. Muss ich mir das jetzt durchlesen, was auch immer das ist? Ach du liebes bisschen. Naja, ich würde jetzt schon nicht so wichtig. Ich hasse dieses Durchlesen immer hier. I think I know a good spot to wait. Follow me. So, wo geht's hin? Okay, let's go this way. Dann reite mal vor. So, es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber kann man die Pferde eigentlich irgendwie auch verbessern, dass die schneller werden oder mehr Ausdauer haben oder so? Oder geht das automatisch irgendwie? Umso mehr man reitet oder was weiß ich. Gentlemen are becoming quite the celebrities, aren't you? Soon you'll be on the front of a dime novel. And dead, of course. We're hoping to be long gone before that. Dutch has a plan. Here we are. This is the spot. Okay. Ach so, je länger ich ein Pferd. I'm hoping we won't need those. Better safe than sorry. What were you thinking? Well, also die Frauen mussten ja ziemlich lange kämpfen, ne, dafür, dass die wählen konnten. Also ich will jetzt nicht lügen, ich glaube, es war doch also Anfang des 20. Jahrhunderts irgendwann konnten die erst wählen. Das ist 1920 oder so gewesen sein. Ich weiß nicht, ob die im Ersten Weltkrieg, ob das schon so war. Aber wenn man bedenkt, dass Vergewaltigung in der Ehe war ja, ich glaube sogar bis in den 90er Jahren war das noch erlaubt. Also zumindest stand es nicht unter Strafe. Und das finde ich schon heftig. Das wurde erst, glaube ich, in den 90er Jahren offiziell verboten. Also, dass man quasi den eigenen Ehemann anzeigen kann. Und das, also das finde ich schon der Gipfel. Also, bloß weil man verheiratet ist und der durfte sich alles rausnehmen. Also, das ist ja... Aber in manchen Ländern ist das ja natürlich immer noch so. Da dürfen die, ich glaube in Afghanistan oder so, ich will es jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber ich glaube so in diesen, oder Iran. Na sag mal, hat der sie noch alle? Einmal komplett überfahren. Also das ist ja die Krönung jetzt hier. Einmal komplett drüber. Afghanistan oder Iran oder so, da ist es doch so, dass die sogar umbringen können. Nach Lust und Laune. Ohne dass was passiert. Was soll ich denn jetzt mit dieser Kutsche eigentlich hier machen? Da ist doch hier was Gelbes, aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Auf den Wagen springen. Oh, was macht er denn? Ach, ich hätte auch was essen sollen, gell? Meine Gesundheit war jetzt ziemlich niedrig. Also das ist ziemlich schlimm, dass es auf, oder dann genauso was Homosexualität betrifft, ist in einigen Ländern ja auch sogar immer noch nicht nur unter Strafe, sondern dass du dafür hingerichtet werden kannst. Muss man sich mal vorstellen. Das ist ja eigentlich nichts, also sofern es jetzt keine Vergewaltigung gibt oder so, aber das ist doch was Einvernehmliches. Ich meine, warum steht sowas unter Strafe? Das kann ich nicht nachvollziehen. In Italien ist das verboten, ach ja. Es wurde doch auch, ach, das war das letztes Jahr oder so, wo öffentlich, das war in Ägypten, da hat die irgendeine Präsidentin oder also irgendeine Politikerin hat öffentlich aufgerufen, dass homosexuelle Menschen hingerichtet werden sollen. Das ist so, oder wie der Zeit vom Nationalsozialismus, wo da auch die Homosexuellen sollten ja auch in einem Arbeitslager alle umgebracht werden, genauso wie Behinderte, Juden, alles was halt eigentlich anders war. Aber sowas lässt sich nicht ausrotten. Es wird sowas wird es immer geben. Das wird ja nicht vererbt. Was wird denn das jetzt hier für ein Getrabe? Oh. Er setzt sich gemütlich hin. Also ob ich... Das gibt's doch nicht! Ich komme nicht hoch! Ich komme nicht hoch! Das gibt's doch nicht! Das ist so... Schön. Unauffällig. Ich und unauffällig. Das war jetzt wieder schön. Und ja, Alex, da hast du recht, dass es normal ist. Ich habe den runtergeschubst und er kam zurück und hat mich wieder runtergeschubst. Das war jetzt köstlich. Aber wie soll ich denn da bitte unauffällig hinterher? Das geht doch eigentlich gar nicht. Also im Grunde gibt es bei mir doch immer was zu lachen, ne? Weil ich immer irgendwas versaue oder so. Oder nicht hinkriege. Schnell weg! Dass er ja nicht hinterherkommt. Hoffentlich kommt mein Pferd hinterher. Und wo soll ich jetzt hin mit dem Wagen? Wo soll ich jetzt mit dem Wagen hin? Pleiten, Pech und Pannen, genau. Wo soll ich denn jetzt den Wagen hinbringen? Oder soll ich überhaupt weg damit? Oder ich weiß nicht, wo ich hin muss. Hier muss ich hin, oder was? Nee, das bin ja ich. Wo soll ich denn hin? Was ist denn das da? Der Punkt. Was, Geld? Wie Geld? Eine Streamerin stellt sich vor. Wie ist das jetzt gemeint? Och, er reitet da hoch. Das wollte ich überhaupt nicht. Wo muss ich denn jetzt mit dem Wagen hin? Ach so, ich hätte warten müssen, aber jetzt habe ich die Rutsche doch schon. Und gleich gestorben. Ach, die Beute wurde zerstört. Ach so. Gegen den Felsen und schon bin ich tot. Ach so. Ich will es natürlich auf dem brutalen Weg versuchen. Unauffällig ist nicht meins. Lieber gleich voll zur Sache. Und wie ich ihn runtergeschmissen habe. Und er kam zurück und hat mich dann wieder runter. Ja, ja, erinnert mich auch ein bisschen an Uncharted 4. Aber bei Uncharted 4 war es ja nur noch schlimmer. Weil da hat es mich ja fertig gemacht, dass ich alle möglichen Stände umgefahren habe. Das wäre ja wie wenn ich hier mitten durch die Stadt fahre und die ganzen Bratwurststände mitnehme und alles. Und nebenbei noch 50 Autos anfahre. Und das war ja, was mich fertig gemacht hat. Er sagt's noch! Er sagt's noch, halt Abstand! Und ich reite drauf los und will die fertig machen. Ja, ja, ich halte doch Abstand. Wenn ich das Wort Abstand schon höre, da kann ich schon platzen. Das hört man ja heutzutage ständig. Wie lange soll ich jetzt warten? Wie lange will der denn ablenken? Soll ich jetzt? Kann ich jetzt? Oder... Kann ich jetzt? Muss ich jetzt? Ich weiß es nicht. Jetzt haben sie mich erwischt. Ach. Okay, ich lasse das was. Muss ich wirklich auf die alle jetzt schießen? Oder? Ich hätte es ja eigentlich... Ich hätte es unauffällig machen sollen, wa? Ich habe jetzt gedacht, ich komme nicht mehr hinterher. Ich muss mich jetzt... Jetzt lädt der eine halbe Stunde nach. Und nochmal, genau. Weil es so schön war. Magenbitter. Ich brauche doch jetzt kein Magenbitter. Ich brauche doch jetzt was zum Heilen. Wo war denn das jetzt? Oder ist das das? Ja, hau dir erstmal Boden rein. Sag mal, mein Highlight des Tages. Jetzt kann ich. Jetzt kann ich. Das war ja schon mal der Gipfel, oder? Wenn euch übrigens mal ein Spiel einfällt, wo es so eine ähnliche Verfolgungsjagd gibt wie bei Uncharted 4, dann sagt's mir bitte, dann spielen wir das zusammen, dann kriege ich bestimmt wieder einen Lachanfall. Weil ich dann Fütter fahre wie eine Wahnsinnige. Auf die Farm zum Hehler. Wenn ich nicht wieder runtergeschmissen werde. Ja, warum geht er denn nicht hoch? Ich muss doch irgendwie... Was muss ich denn drücken? Ich muss doch ein... Muss ich nicht Dreieck drücken? Wie komme ich denn hier hoch? Ich komme nicht hoch. Oder soll ich nicht auf die Kutsche? Soll ich vielleicht nur die Beute mitnehmen? Das kann natürlich auch sein, ne? Ich glaube nämlich nicht, dass die Kutsche wichtig ist, oder? Also ich denke mal, dass ich nur die Beute dahin bringen muss. Ich hab's schon gerufen. Es dauert nur eine halbe Stunde, bis das Pferd mal da ist. Aber ich muss es ja füttern, ne? Hattest du doch gesagt. So. Emily, wollen wir ihr mal was zu fressen geben? So, ein Haferplätzchen. So, einfach mal ein bisschen streicheln. Muss auch mal sein. Gut. Hoffentlich macht er mich jetzt nicht zur Sau, weil ich mich nicht an den Plan gehalten habe mit dem Anschleichen. Ich habe es ja versucht, aber es hat nicht geklappt. Dass er sagt, was hast du denn da gemacht? Das war so klar. Ach, jetzt machen sie halbe. Arthur. 750.000. Mission ab. Ich habe jetzt schon gedacht, Mission fehlgeschlagen. Das hätte mich auch nicht gewundert. So, bitte einmal aufsteigen. So, mal kurz auf die Karte gucken. Okay, was haben wir jetzt hier für eine Mission? Du mit deiner Schweinefarm. Wo ist sie denn jetzt eigentlich überhaupt, die Schweinefarm? Wo soll die sein? Wie heißt die denn? Wo soll die sein? Pferdehehler. Bisschen weiter oben. Das nicht scheinbar. Stall. Wo bin ich denn? Hier, ne? Spieler, ein bisschen weiter oben. Also das ist es nicht. Das ist irgendwas anderes. Tja, ich weiß jetzt nicht, wo das sein soll. Ich möchte jetzt aber auch nicht ewig suchen. Die gestrichelte Linie. Meinst du das hier? Das ist bestimmt Eisenbahnlinie, oder? der alte Hehler. Also hier bin ich. Sag's doch am besten, wie es heißt. Ist das hier, der Jeremiah Compson? Weil wenn du nur sagst, der weiße Punkt, weiß ich nicht, ob das jetzt das ist. Eris Field, aha. Ich mache jetzt einfach mal hier einen Punkt hin und mal sehen, was dann... Bloß weil ich reite, muss meine PS4 jetzt wieder anfangen zu saugen. Das wäre doch eigentlich so günstig, oder? Wenn die wie so ein Saugroboter, den kennt ihr bestimmt, dass wenn ich die einfach hier auf den Fußboden stelle und sie durchfährt und saugt. Das wäre doch ideal, aber das macht sie natürlich nicht. Lieber saugt sie nur vor sich hin. Also ich will jetzt mich aber nicht ewig hier aufhalten und diese Schweinefarm suchen. Also wenn ich die jetzt nicht bald dann finde, dann gehe ich meinen Missionen nach. Also hier ist es nicht, oder? Na, ich will jetzt doch nicht das Haus durchsuchen. Wo soll denn das jetzt sein, diese Form? Nee. Hier ist nur eine Vögelei, aber keine Schweine. Wie, noch ein Stück weiter? Ein Stück weiter runter oder hoch? Ja, genau, die Vögelei da. Also, ein Stück weiter hier runter, oder wie? Stall, nee. Mairem, das ist doch jetzt für dich bestimmt auch ein gefundenes Fressen, oder? Wieder dieses Zweideutige. Also hier weiter runter, Alex, weiter runter oder weiter hoch? Das muss ich jetzt wissen, ehe ich jetzt hier Ewigkeiten hier Kreise drehe. In der Öffentlichkeit, unerhört. Da sage ich auch manchmal im Sommer zum Beispiel, wenn's draußen chip, 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 chip und ich auch diese Vögelei da draußen. Passt doch auch, oder? Ist doch eine Vögelei. Ich will doch nicht zum Haus, Herrgott nochmal. Er hat mir jetzt einfach diese Mission aufgezwungen, was ich gar nicht wollte. Wo Schweinekram stattfindet, genau. Also ich muss jetzt scheinbar diese Mission machen, weil der mich sonst, weil der das nicht locker lässt oder was? Na, ich kann ihn sicherlich nicht hören. Also wüsste ich jetzt nicht, dass ich das so einfach geht das ja nicht. We do hereby grant repossession of this property and all items herein to the Bank of Rhodes. M. Holden, Judge Holden, Henrietta Blackley, Clerk, November 18th. Ah, wir haben also 1895 ungefähr, wenn es denn jetzt das, wenn das jetzt nicht schon 5 Jahre her ist oder so. Ach. Komm doch jetzt gar nicht da rein. Was wollt ihr denn von mir hier? Das ist doch das Gleiche, oder nicht? Ich guck nochmal. Ja. Kommt doch da jetzt gar nicht rein. Was will er denn nur? Halt. Was war denn da jetzt zum Auswählen? Da war da jetzt irgendwas. Untersuchen. Wo ist es denn? Ach, nehmen. Was auch immer das bedeutet. Ich weiß nicht, wie ich da reinkommen soll in das Haus. Halt. Ah, Revolvermunition liegt da einfach rum. Muss ich irgendwo durch den Keller oder was? Ich weiß es nicht. Er will aber unbedingt, dass ich in das Haus reingehe, aber es geht doch nicht. Durchs Fenster, aber es ist ja alles zugemauert. Halt, ach hier! Wir nehmen alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Was ist das für eine Flasche? Ach, leere Flasche. Gut, da können wir nichts mit anfangen. For your talk to our Sunday school class. Thought you might like this drawing young Josh did of you. He wants to grow up to be just like you. Sam. Wo sie alle besoffen waren, meinst du? Das mit Lenny im Saloon. Da waren sie doch alle besoffen, gell? Glaube ich. Nichts, gut. Da ist doch die Uhr. That's the old watch. Now the ledger and the pistol. Aber da liegt doch was. Kann ich das nicht... Ah. Ach, ich kann nicht mehr tragen. Gut, alles klar. Klappe zu, Affe tot. Kennt ihr den Spruch? Da gab es doch bei Wer wird Millionär? Und das war, glaube ich, die 50-Euro-Frage oder so. Und er wusste die Antwort nicht. Er wusste nicht, dass das Klappe zu, Affe tot heißt. Das hatte der noch nie gehört. Der wollte dann erst irgendwas anderes auswählen, wo dann der Günther Jauch ihn da irgendwie dann doch drauf hingestoßen hat. Weil bei 50-Euro-Frage, das ist ja dann ein bisschen peinlich. Wenn man da schon einen Joker nehmen muss. Ach, ich kann doch nicht mal hoch, das ist eingestürzt. Ach so. Hm. Da ist also nichts weiter. Aber hier habe ich doch jetzt eigentlich alles. Diese ganze Zettelwirtschaft hier. Oh, God damn it. Told you to stay away from the boy. He don't want this. Heck. Trapdoor, huh? Oh, wer kommt denn da jetzt schon wieder? We found this place first. Yeah, easy. Just looking around for some things. That old revolver yours? Finders keepers. Warum dachte ich mir das jetzt? Auch das noch. Bitte, geh doch. So. Hier sollte ich doch jetzt irgendwie gucken. Ach, da ist ja noch einer. Also, ich wusste, dass noch einer da ist, aber ich dachte, der wäre geflohen. Ich wollte den jetzt eigentlich nicht aufheben. Wieso hackst du denn so? Ich muss doch auf ihn einhacken, sonst hätte der mich da umgebracht. So, einfach mal in die Ecke legen. Dear Mr. Thompson, after numerous complaints from customers and fellow employees alike, we must terminate your employment. Halt. Was war denn da jetzt? Öffnen. Oh, ich hasse das, wenn du nicht richtig stehst. Wenn das dann wieder weg ist. Das ist wie bei den ganz alten Alone in the Dark Spielen. Wenn du da eine Tür... Ah, hier. Wenn du da eine Tür öffnen musstest und er als Spielfigur steht so vor der Tür, ich stehe nicht richtig. Da hätte ich platzen können, gell? Dann hast du dich ein bisschen anders so. Ich stehe nicht richtig, ging es dann immer nur. Also da hätte ich. Wenn es nur nach der Klinke greifen ging zum Beispiel, sagte er immer nur, er steht nicht richtig. Und wenn er halb zu Tode geprügelt wurde, da stand dann unten immer da, mir wird schwarz vor Augen. Da wusstest du dann schon Bescheid. Ja, drücke, ziehe, sage, spiele und so weiter. Rewards. January 15th, Betsy, $17. January 18th, Louis, just a stinking pistol. Well, that's that. I was somewhere near roads when they caught me. Till the day I die, I ain't gonna forget the sound of that dog barking in my heels. But I don't suppose that day gonna be far off yet. It was 50 lashings yesterday and God. Soll es hier unten noch irgendwas geben oder war das alles? Ja, für mich ist auch gleich Schluss. Danke, dass du da warst. Ich denke mal, ich kann jetzt wieder raus. Ich wüsste jetzt nicht, dass hier noch irgendwie was... Ich glaube nicht, dass ich jetzt noch was hier machen kann. Austauschen. Ach. Zum Glück lebt mein Pferd noch. Wenn die dem noch was angetan hätten. Ach, ich war wohl doch noch nicht fertig, oder was in dem Haus? Gibt's ja wohl nicht. Was steht denn da eigentlich? Ach, die Pistole! Die Pistole hätte ich noch nehmen müssen. Da habe ich ja jetzt nur gar nicht dran gedacht. Wo ist die? Austauschen, austauschen. Ich will die aufheben oder muss ich die austauschen? Ich will den erstmal hier weglegen. Kopfbedeckung. Ach, hier liegt sie. Na also. Jetzt haben wir es. So, da gebe ich dem das noch zurück und dann machen wir Schluss für heute. Erstmal die Mission abschließen, weil meistens ist es dann so, wenn ich das noch nicht abgeschlossen habe, dann speichert er nicht. Ja, es dämmert schon. Gelbes Kreuz, gelbes Kreuz. Ja, ich habe es jetzt nur mitgekriegt. Wo ist denn der? Der ist hoffentlich nicht ganz so weit weg. Ach nee, ist er nicht. Gut, sehr schön. Wird es aber sehr schnell dunkel. Ui. Hat gerade das Pferd gequiekt wie ein Schwein oder war ich jetzt bei den Schweinen? Wieder am Saufen. Show some respect. I was respected once. I had a profession. You asked me to get you something. There's no bringing back what I want. I want my job, pride, the respect. Der sieht ja richtig runtergekommen aus. What about this old crap? Huh? Things. Don't you understand? Those bastards have changed everything. I was a good worker. I took pride in my work. They took it away. Pissed on my legacy. Old man, some jobs ain't for saving. Some legacy Some legacies? Oh! They are for pissing. What are you doing? That's my history! Wie er verzweifelt versucht. Ach. I still exist. Oh. Mission abgeschlossen. Gut, da wir es jetzt abgeschlossen haben, nehme ich mal an, hoffe ich, dass er auch gespeichert hat. So, also jetzt habe ich erstmal eine Woche wieder Nachtschicht. Und danach werden wir uns bestimmt auf jeden Fall wiedersehen. Ich weiß noch nicht, ob am Wochenende, nee, da wird's nichts werden. Drauf den Montag oder so. Auf jeden Fall wird es wieder passen. Gell? Danke an alle, die da waren, auch die jetzt schon gegangen sind. Und dann wünsche ich euch schönen Abend, schönes Wochenende und bis bald.